Lande das gemerkt hat. Und dieser Alfred Jäger, dessen dreifacher Familienvater, der im vergangenen Jahr ja noch Führer, der im vergangenen Jahr in der Meisterschaft den 11. Gesamtrang herausfahren konnte. Und dieser Alfred Jäger ist nur auf Platz 20, aber hat ja auf dem Sachsenring geübt. Da ist aus der 27. Position auch nach vorne in die 15 Ringe wieder hineingefahren. DHL, Linda, Honda, Hacker. Weiß man uns doch hinein in ihre Position der Uhr. Und das grüne Tuch wird gezeigt. Renndirektor Ali Schatz zeigt die 5-Sekunden-Tafel. Motoren werden auf Drehzahl gebracht. Wir schauen auf die Ampel, rot geschaltet. Jetzt holen sie auf. Wir warten auf den Start. Grün, guter Start von Jocke Winkelock. Schlecht weggekommen ist der Yellow. Und so setzen sich jetzt in Bewegung auf die Grundig-Kurve zu. Die dort in der Startphase auf der Start- und Zielgerade dort einen kapitalen Unfall bauen. Das fällt unterwegs vor der Jocke Winkelock. Da ist Emanuel Wittgen, hat die Freundschaft von der Jellung verkommen. Doch mit dem Grund ist schon ein Konto. Da fährt die Schwitzen auch nicht über die Ebene fahren im Aufwand mit Audi. Dort kommt in der Kundigkehre. Da hat er sich einen Sieg ausgedacht. Aber das war eine eigene Kiste dort in der Startphase zwischen Menschen. Bei dann Tamara Vidali. Auf den nächsten Platz. Und jetzt Angriff schon von Aiello auf Winkelock. Muss sich aber noch einmal anreihen. Winkelock bleibt in der Kundigkehre vorne. Und jetzt von oben auf der dritten Position ist vorbeigefahren an Emanuele Pirro. Da vorne aber dann mit ins Aus und damit war es gelaufen. Dumme Situation. Und jetzt Angriff von Aiello über die Außenbahn in der Kundigkehre. Aber da drängt ein Johnny Cecotto, natürlich, und Christian Abtrom. Und da sehen wir, wo so denn da gewesen sein, der dort ist zusammengekommen ist mit Muller, denn die beiden da genau ganz, ganz dicht da. Schnellste Runde für Winkelhoff, wird aber dann unterboten von Loro Aiello, der sich in der Zwischenzeit die zweite Position wieder zurückerkämpft hat. Und harter Kampf zwischen Pirro und Cecotto, der war der Cecotto schon fast vorbei. Pirro hat sich dann beim Abbremsen der Kundigkehre wieder mit der Anhalter wieder vor dem Weggang gespielt. BMW, Aiello, was auch im Center, dann Pirro. Pirro auf der Start- und Zielgeraden und da setzt der Pirro sich durch, aber jetzt. Das ist jetzt die Spitze, wie sie eingefangen wird. Jocke Winkelhoff, Aiello. Das war beim Oben von Franz Winkler, die eine Fehler hatte. Dann kommt Jörg von Ommen. Er will ja endlich seinen Platz auf dem Stocker, auf dem Podium haben. Der 34-jährige noch. Da sehen wir Polly von Bayern mit Dirk Müller. Zwei Generationen im Generationenkonflikt. Nämlich Dirk Müller, 21 Jahre jung. Und Polly von Bayern, Aiello Pirro und Johnny Cecotto. Und Aiello, denke ich mir, macht jetzt gewaltig Dampf, kommt immer näher. Aber jetzt wieder dieses Windschattenspiel auf der Geraden zwischen Emanuele Pirro und Johnny Cecotto. Da ist der Schmickler davor. Der muss jetzt aufpassen, dass er nicht da irgendwo das Zünglein an der Waage spielt zwischen diesen beiden. Der auf dem Boden gut machen kann, auf der insgesamt 6. Gesamtposition. Rühren sich wieder. Fina und Castrol, ob sich das miteinander verträgt, die beiden Sponsoren. Fina bei BMW und jetzt ist Cecotto vor, aus der Dutzendtor-Teichkurve heraus, auf die Start- und Zielgerade. Da ist, hat er sich jetzt davor gesetzt und da gibt es einen Boxenstopp für Chris Nissen. Er hat ein Problem, schade drum, der Amtsport bleibt die böse, böse Folge nach. Und da geht Aiello vorbei an Jocke Winkelhoff in der Grundig-Kurve. Jetzt greift er noch einmal an, versucht doch noch einmal einen Angriff. Ist nicht geworden. Loro Aiello, der auf die schnellste Runde zu Ende. Da kommt der neue Spitzenreiter. Loro Aiello, Jocke Winkelhock, Jörg von Ommen, dann Johnny Cecotto, immer noch folgt ihm Emanuele Pirro, dann Christian Abt. Und dann die Verfolgertruppe, da gehört der Herr Schmickler nicht dazu. Marco Werner, Tamara Vidali, Michael Bartel, Stefano Modena. Unbedingt, doch sie nun behalten, kann das Böse ausgehen. Meine Herren.
Strafe angezeigt. Wir kommen, sind aber bis dahin nicht erreicht. Wir kommen auf der Alpha, vielleicht hat man wieder eine Berührung gegeben. Also jetzt hinter dem Gas Alpha und das könnte eng werden. Da gibt es den ersten Schlagaustausch zwischen Uwe Alten, Morana Hoppe-Wechsler und dem Stefano Molina. Im Licht gesehen. Und die Konsequenz kann dann nur sein, dass ein anderes Tuch gleich gezeigt wird. Und da sehe ich schon, für die 15. Aber warten wir das mal ab. Das schwarze Tuch wird gleich gezeigt werden. Dann kämpfen hier ein Modena und ein Alten wird gesetzt. Und dann schmeißt er die Manuela in das Auto hinein. Und da fliegen die Brocken. Muss das jetzt gewesen sein? Schwarze Flagge. Für die Macht ist nichts anderes erkannt. Nichts mehr machen. Knallt da Ivan Muller in die rechte Seite hinein. Und der hat einen Schaden vorne rechts am Auto davongetragen. Hatte man da natürlich jetzt einiges eingebracht. Und ein paar Runden ausgerufen, hat sich den Aiello von hinten angeguckt und hat sich dann gesagt, also Jochel, das packen wir noch einmal mit unserem Pegasi BMW, schlagen wir uns noch einmal zu. Und so führt der Feld an. Das ist Jochel Winkelhock. Vor Loro Aiello in der 16. Runde. Er wieder der Spitzenreiter. Und du kommst aus dieser 16. Runde jetzt heraus als Spitzenreiter. Und Aiello etwa auf den Jochel Winkelhock eingebüßt und deswegen hat jetzt Jochel Winkelhock die Spitze wieder übernommen. Darf natürlich jetzt in diesen letzten Runden sechs Fehler auf der Anzeigetafel keinen Fehler machen. Wenn es sich hier nicht geschlagen gibt, auch nach der 17. Runde noch nicht. Schauen wir aber auf die Abstände und da kommt er wieder. Da ist er nur zwei Zehntel in dieser Runde langsamer als Jochel Winkelhock. Vernommen ist dritter, Cicotto vierter, fünfter Pirro, sechster Hab. Marco Werner, 8. Tamara Vidali, wiederum ein letztes Ergebnis, 5. Raudic Doktor aus Italien, 9. Rang Alzen, aber ich denke, hier können wir Winkelhock oder Aiello, wer gewinnt den Sprint? Winkelhock vorne in der 19. Runde, das steht ja dann nur gleich nur noch 3 Runden auf der Anzeigetafel. Winkelhock, Aiello, sie wollen mit in die Mittelfeld, sie wollen von Bayern und Dirk Müller, die da wieder ihren beiden in den Generationenkonflikt 21 Jahre gegen 23. Noch 3 Runden sind zu fahren. Doch Problem zwischen Jäger und hat man schon wieder den Müller erwischt. Jawohl. Also der arme Hund auf der 12. Position. Extra wird durchgefunden. Darf jetzt darüber nachdenken, warum er vorhin nicht da reingekommen ist. Und der gute Moritz muss jetzt schieben. Ist natürlich auch stinksauer. So, Angriff wieder, doch dieser Kampf zwischen Müller. Hinten liegt er zurück. Diese Situation, die kann in dieser letzten Runde im Sprint noch einmal sehr eng werden für den Mörser. Der merkt jetzt, dass doch eine Sicht auf den Feld zurückzieht. Damit schaut ihn rüber zu ihm und da ist er vorbei. Wie geht das aus auf der Geraden? Wer setzt sich durch? Mein Gott, wer war das? Wer wird Dritter? Und Dritter wird Cicotto. Hauchdünn. Millimeterarbeit war das. Gleiche Zeit, Abstand 0-0, wird uns auf dem Bildschirm angezeigt. Ein fantastischer Sprint, der uns hier geboten wurde, mit einem Sieger